Eines haben wir noch, liebe Zuschauer, ein letztes Match, ein letztes Achtelfinale hier bei dem 19. Gary Weber Open. Hier ist links der Coach und dessen Frau Massimo Sartori in der Box. Das ist der Coach von Andrea Seppi, dem Italiener, dem Südtiroler, der Tommy Haas also aus dem Turnier warf. Seppi mit einem Dreisatzerfolg über Haas, der hat ein gutes Match gespielt, vor allem im ersten Durchgang sehr, sehr konstant gespielt, sehr konstant retourniert. Das war dann am Ende auch ein verdienter Erfolg über den ältesten Teilnehmer in diesem Jahr, über Tommy Haas. 33 ist er ja alt und er wird, wie es jetzt aussieht, in Wimbledon dann als nächstes wieder in das Turniergeschehen eingreifen. Bei ihm war ja vor allem die Frage, ob der Rücken hält. Insgesamt muss man sagen, sollte sich, und bei allem Respekt Andrea Seppi, sollte sich Leighton Hewitt, der Titelverteidiger, hier durchsetzen. Darauf hofft natürlich auch der Turnierdirektor Ralf Weber. Dann wäre es gerade nach der Absage von Roger Federer das perfekte Viertelfinale insgesamt. Denn wir haben zum einen schon mal das Match von Tomasz Berdych, dem Top-Gesetzten, gegen Viktor Troicki, die 12 der Welt. Wir haben Pechner gegen Raonic, den Aufschlagriesen aus Kanada, der gestern wirklich bemerkenswert servierte, gegen Tobias Kamke. Wir haben Flo Meyer gegen Gaël Monfils und wir hätten dann Kohlschreiber gegen Leighton Hewitt. Hinten rechts mit blauer Kappe. Das Gesicht werden Sie kennen. Das ist Tony Roach. Das ist der langjährige Trainer von Hewitt, der auch hier nach Halle gekommen ist, der ihn also einstellen will auf das nächste Wimbledon-Turnier. Hewitt konnte ja einmal Wimbledon gewinnen im Jahr 2002. Da schlug er damals David Nalbandian, einer von zwei Grand-Slam-Siegen in der Karriere des Leighton Hewitt. 2001 holte er sich auch den Titel bei den US Open. 80 Wochen lang war Hewitt die Eins der Tennisherrenwelt. Er hat in den letzten Jahren doch einige verletzungsbedingte Probleme gehabt. Im vergangenen Jahr gab es die OP an der Hüfte. In diesem Jahr war es im März eine Operation am Sprunggelenk. Und deshalb musste er halt 14 Wochen pausieren. Es war ein gutes Comeback gegen Leonardo Meyer, den Argentinier. Das war ein klarer 6-2, 6-3 Erfolg für Leighton Hewitt. Aber ich glaube, heute muss er noch eine Schippe drauflegen, um Andrea Seppi zu bezwingen. Denn der hat auch gegen Haas gezeigt, dass er wirklich gerade auch auf Rasen gutes, solides Tennis spielen kann. Ein erster kritischer Blick von Hewitt in Richtung Damian Steiner, den argentinischen Stuhlschiedsrichter. Aber will natürlich nicht gleich im ersten Spiel das Hawkeye einbringen. Guter Auftakt von Andrea Seppi zum 1-0. Seppi übrigens bislang im Jahr 2011 noch nicht mit dem ganz großen Erfolg, hat es auf der ATP-Tour, auf den großen Turnieren
noch nicht geschafft, zwei Matches nacheinander zu gewinnen. Das wäre also im Falle eines Sieges über Hewitt eine Premiere. Aber auf der Challenger Tour, da war er erfolgreich mit dem Sieg in Bergamo. Jetzt von der Ranglistenposition 51 herum ist er ein Spieler, der den Turnierplan so gestaltet, dass er das einfach noch ein bisschen mixt. Insgesamt sind es mehr ATP World Tour Events, aber ein paar Challenger streut er schon noch ein, um dann einfach auch noch ein bisschen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu tanken. Andreas Seppi, im Juli des Jahres 2009 war er mal die Nummer 27 der Welt, ein Top 30 Spieler. Beide 50 noch. Leighton Hewitt war ja jahrelang Stammgast in Queens. Bei dem Turnier, das auch in dieser Woche stattfindet. 12-mal dort nacheinander am Start. 4-mal hat er es gewonnen. 3-mal sogar in Folge. Hewitt, einer der besten Rasenspieler überhaupt, hat die meisten Siege als aktiver Spieler auf der Tour einsammeln können. Sogar mehr Erfolge als ein Roger Federer. Er ist natürlich auch schon ein paar Jahre länger als Federer auf der Tour dabei. Auch Hewitt kommt gut in das Match hinein. Auch er mit einem mühelosen ersten Aufschlagspiel. Leighton Hewitt ist seit Oktober des letzten Jahres dreifacher Papa. Hat zwei Töchter jetzt. Mia Rebecca und Ava Sidney. Der Sohnemann ist im Dezember 2008 zur Welt gekommen. Also jetzt 2 Jahre alt. Cruz Leighton Hewitt heißt er. Guter Punkt von Seppi. Die Vorhand, das ist schon der Schlag, mit dem er von der Grundlinie aus druckvoller agieren kann, mit dem er gerne auch das Spiel bestimmt. Nimmt die Bälle hier schön früh, steht nah an der Grundlinie dran. Nimmt dadurch das Tempo also zum einen mit und macht das Spiel dadurch sehr schnell. 40-15. Zweites Ass von Seppi bleibt dabei. Auch dieses Aufschlagspiel war vollkommen ohne Probleme für den Aufschläger.
Wir warten auf das vierte Spiel in diesem letzten Achtelfinalmatch der Gary Weber Open. 1:2 aus der Sicht von Leighton Hewitt. Bislang wurde nicht mehr als ein Punkt abgegeben bei den Aufschlagspielen. Für Hewitt ist es das fünfte Turnier erst im Jahr 2011. Der war bei den Australian Open gestartet, hat in der ersten Runde knapp in 5 Sätzen gegen David Nalbandian verloren. Stand im Viertelfinale von San Jose und Memphis, verlor dann in der ersten Runde von Indian Wells und dann kam halt die OP am Sprunggelenk, dann gab es die Pause. Und er hatte zunächst eigentlich vor, bei den French Open schon an den Start zu gehen, hat dann kurzfristig doch noch mal abgesagt. Und jetzt zur Rasensaison ist er wieder mit dabei. Schön so. Prima Passierschlag von Seppi. Andreas Seppi ist jemand, der auf Rasen noch nicht den ganz großen Erfolg hatte, aber der auch in Wimbledon immer wieder 1-2, einmal sogar 3 Runden gewann. Erster Doppelfehler im Match. Zwei, zwei. Leighton Hewitt ist einer von 9 Spielern nur, die es in ihrer Laufbahn geschafft haben, das Turnier von Queens und Wimbledon nacheinander zu gewinnen. Der letzte, der das hinbekam, heißt Rafael Nadal. Der ist ja auch in diesem Jahr nach seinem French Open-Sieg gleich nach Queens gereist. Im nächsten Jahr haben wir hier bei den Gary Weber Open das 20-jährige Jubiläum. Und da will Familie Weber, vor allem natürlich Turnierdirektor Ralf Weber, hier ein Highlight setzen. Er hat Gespräche angekündigt mit Nadal, mit Djokovic. Also in der Hoffnung, dass Roger Federer dann im nächsten Jahr kommt, könnte es womöglich sogar noch einen der anderen aus den Top 3 geben. Djokovic war ja vor 2 Jahren auch hier mit dabei, war damals der Finalgegner von Tommy Haas. Tja, diesen Stopp dürfen wir als missraten bezeichnen. Der ist ihm viel zu hoch geraten, schauen Sie mal. Und das bei Leighton Hewitt, der bekannt ist für seine schnellen Beine. Kein Problem. 15 beide.
Klasse. 15:30. Sieht gut aus, was Hewitt da macht. Ja, vor diesem Leighton Hewitt, der in der Weltrangliste natürlich inzwischen auch ein bisschen abgerutscht ist, der wird auf 73 geführt in dieser Woche, haben die Spieler, hat die Konkurrenz immer noch einen Heidenrespekt. Die Absage Roger Federers war natürlich auch unter all den Spielern ein Thema. Es gab einige, die gesagt haben, na, kann auch sein, dass das vielleicht so ein kleiner Grund noch zusätzlich war, zu sagen, ich komme nicht, weil er gesehen hatte, dass er in der ersten Runde auf Leighton Hewitt getroffen wäre. Aber natürlich der Hauptgrund, die Erschöpfung bei den French Open, Probleme an der Leiste. Federer will fit sein für Wimbledon. Und wer kann das nicht verstehen? Nächster Vorhand-Gewinnschlag von Hewitt. Einstand. Nach 15 Minuten Spielzeit gibt es den ersten Breakball in der Partie. Leighton Hewitt mit der Chance, Seppi den Aufschlag abzunehmen. Na, das ist ein Wort. Drittes Ass. Und das hier zum goldrichtigen Zeitpunkt. Einstand. Vollkommen versprungen der Ball. Ja, wenn man eine gute Länge hat, wenn man es schafft, die Bälle da in den braunen Bereich zu spielen, dann ist die Möglichkeit schon recht groß, dass der Ball dann mal verspringt. Ganz normal, dass gerade an den Bereichen des Rasens es braune Flecken gibt, auf denen die Spieler halt am meisten sich bewegen. Und diese Vorhand ist im Netz und damit ist das erste Break also perfekt. Hewitt ballt die Faust, geht mit 3-2 in Führung. Ja, es ist ein wunderbarer Sommerabend hier in Halle Westfalen. Ich glaube auch wirklich die perfekten Bedingungen für ein schönes Konzert mit der Spider-Murphy-Gang. Gestern war DJ Ötzi da. Heute ist es die Spider-Murphy-Gang. Am Samstag kommt Kim Wilde. 3-2 Hewitt.
Keine Frage, Leighton Hewitt ist natürlich ein alter Fuchs auf diesem Untergrund. Der ist auf Rasen groß geworden in Australien. Der versteht es sehr, sehr gut, diesen Belag zu seinen Gunsten auszunutzen. Nicht nur beim Grundlinienspiel, auch beim Aufschlag. Das ist natürlich in den letzten Jahren immer wieder, aber auch ganz besonders hier in Halle aufgefallen im vergangenen Jahr. Teilweise mit einer sehr geringen Geschwindigkeit, wenn er serviert, aber dafür platziert, dafür mit einem Slice versehen. Der Ball kommt kaum hoch. Man muss einen großen Schritt in Richtung Ball als Return-Spieler machen, was eigentlich so ein bisschen ungewöhnlich ist. Und dadurch wird der Schlag auf einmal schwer. Aber er kann natürlich auch Dampf machen, kann auch durch die Mitte servieren. Und hier mit seinem ersten Ass holt er sich die 4:2 Führung. 30 Jahre ist er alt. Am 24. Februar 81 geboren. Seppi challenged, hat den Ball im Aus gesehen, unterbricht sofort das Spiel. So muss es sein. Tja, und das Hawkeye. Das war an diesem Tage vor allem einmal ganz, ganz entscheidend und wichtig. Nämlich war der gut. Seppi hat sich also vollkommen verschätzt. Punkt geht an Hewitt, 0:15. Also das Hawkeye vor allem da in der Endphase bei Meyer so unglaublich wichtig. Hat ihm dann die 40:0 Führung gebracht. Die drei Matchbälle. Eine Partie, auf die man sich morgen wirklich freuen darf. Meyer gegen Monfils. Und Monfils hat einen guten Auftritt heute gehabt gegen Ivan Dodig. Serra in zwei Sätzen glatt bezwungen. Dodig jetzt auch in zwei Sätzen glatt bezwungen. Also der scheint sich hier in guter Laune zu befinden. Und das ist bei Monfils ja immer die große Frage, ob er denn so richtig Lust hat oder dann doch nicht. Der ist im Aus. Seppi holt sich das 3:4. Er muss natürlich jetzt all die Aufschlagspiele durchbringen. Ansonsten ist dieser erste Satz entschieden.
15:30. Der scheint versprungen zu sein. Der Ball hinten in der Vorhandseite bei Hewitt. Damit jetzt der Australier auch erstmals ein bisschen unter Druck. Könnte ein erster Test werden beim eigenen Aufschlagspiel. Starker Punkt von Seppi. Genau zum richtigen Zeitpunkt das Tempo angezogen. Den Ball schnell gemacht. 40-15 oder andersherum gesagt natürlich 15-40. Hewitt schlägt ja auf. Der Italiener also mit zwei Breakbällen. Sehr gute Länge im Rückhandschlag bei Seppi und damit schafft er also das Break. Er ist wieder drin in Satz 1. 4-4. Der Spielplan für morgen ist raus, liebe Zuschauer. Und es geht morgen gleich ziemlich heiß los um 12 Uhr. Wir sind auch morgen ab 12 Uhr auf Sendung auf Sport 1. Und da haben wir das Match von Filip Petschner gegen Miloš Raonic. Raonic hat in der Partie gegen Kamke einmal mit 232 Stundenkilometern serviert. Wir sind alle gespannt, wie Petschner dagegen halten wird. Wir wissen natürlich auch um dessen Aufschlagstärke, wissen vor allem auch, dass er beim Davis Cup Ivo Karlovic hat bezwingen können, der ja ebenfalls bekannt dafür ist, dass er sehr, sehr hart serviert und dass das Spiel sehr geprägt ist vom Aufschlag. Also sagt selbst, dass er das eigentlich ganz gerne mag. Raonic ist ein junger Kerl, ist vielleicht sogar der Shooting Star des Jahres 2011. Das wird eine schwere Aufgabe. Anschließend wird dann der Sieger dieses Matches auf Philipp Kohlschreiber treffen, also entweder Hewitt oder Seppi. Dann kommt Berdych gegen Troitski, die Nummer 7 gegen die Nummer 12 der Welt. Und abschließend als Viertes dann das Match von Florian Mayer gegen Gaël Monfils. Weg. 15:40. Hewitt kann den alten Vorsprung wiederherstellen. Das sind jetzt zwei kleine Satzbälle.
in dieser entscheidenden Phase des ersten Satzes. Gute Länge von Hewitt, er setzt den Ball genau vor die Grundlinie und schafft damit das insgesamt dritte Break in diesem Satz. 5-4 für den Sind beide 15 Uhr. Der ist zu flach, kein Problem für Hewitt. Auch wenn der ja nicht besonders groß ist, 1,80. Beträgt die Körpergröße. 30,15. Nach 35 Minuten gibt es die ersten beiden Satzbälle für Leighton Glyn Hewitt. 40-15.
Ja, die erste Aufschlagquote ist noch nicht berauschend. Steht bei 46%. Hat erst einen Punkt verloren, wenn der erste gekommen ist. Beide Satzbälle abgewehrt. Mazzeppi jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass er den Ballwechsel zunächst durch die Mitte gestaltet, um irgendwann dann halt diesen Winkel einzugehen, um Hewitt dann plötzlich aus dem Feld zu treiben, um ihn zu einem langen Laufweg zu zwingen. Oh, der ist gut und Seppi ist dran. Und der ist im Aus, aber nur ein paar Zentimeter. Spektakulärster Ballwechsel bislang hier in dieser Partie. Da lacht auch mal der abgeklärte Tony Rhodes. Toller Punkt. Spitze, wie Seppi den hier noch hinten ins Feld hineinspielt. Und dann ist der Fighter Hewitt natürlich genau in seinem Metier. Dritter Satzball. Oh, der war mittendrin. Hat vollkommen recht, Hewitt. Da müsste ich mich schon sehr vertun. Müsste eigentlich auch Damian Steiner oben auf dem Stuhl sehen. Ja. Böser Blick von Hewitt zum Stuhlschiedsrichter, Kopfschütteln, Unverständnis. Naja, man kann es verstehen, es ist Satzball. Zum ersten Mal gibt es das Come On von Hewitt, 6-4.
36 Finals gestanden. Als er Leonardo Meyer schlug am Mittwoch gestern in Runde 1, holte er seinen 550. Sieg in seiner Laufbahn. Das sind schon unglaubliche Zahlen. Er hat rund 750 Matches in der Karriere gespielt. Guter Einstand für Seppi in Satz Nummer 2. Seppi hat in Deutschland schon ein paar Erfolge feiern können. Stand im vergangenen Jahr zum zweiten Mal im Halbfinale am Hamburger Roten Baum beispielsweise. Haben wir nochmal hier links den Coach, rechts daneben die Frau von Massimo Sartori, die sich um die Fitness von Andreas Seppi kümmert. Kommt ja gebürtig aus Bozen, lebt inzwischen in Kaltern, also gleich um die Ecke sozusagen. Wunderbare Gegend dort im Südtirol. Spricht Deutsch, spricht Englisch, Italienisch. Ist ein feiner Kerl. 0-1. Ja, er setzt genau das um, was Charlie Steeb eben angesprochen hatte. Das war jetzt mal der Winkelball. Hewitt steht immer wieder ein, zwei Meter hinter der Grundlinie. Und wenn dann der Winkel, der Kurz-Cross-Schlag kommt, dann muss er weit raus, um an den Ball heranzukommen. Und dann öffnet sich natürlich gleich der Platz und dann ist die Möglichkeit da, den Punkt zuzumachen. 40-15. Ja, den lässt er ticken. Da geht er auf Nummer sicher. Hewitt gleicht aus, 1-1. Ja, da müssen Sie zu Hause auch nochmal verstärkt darauf achten. Diese defensive Stellung in den Ballwechseln von Hewitt. Erst eigentlich erfahren genug, um das selbst zu realisieren. 15. Beide
Ach, gut aufgepasst von Seppi. Hatte ganz früh geahnt, dass Hewitt den Volley Longline spielen würde. Ist eigentlich ein guter Slice. Und dann kommt er noch ran und kann vor allem diesen Winkel spielen. Klasse gemacht vom Italiener. Das war eine gute Chance. Ball aus dem Halbfeld. Hewitt hat Zeit, kann sich zum Ball stellen. Dann muss der eigentlich sitzen. Sind natürlich auf der anderen Seite genau die Aspekte eines Spiels, die so ein wenig verloren gehen, wenn man keine Turniere bestritten hat, wenn man keine ernsthaften Matches gespielt hat. Den kann Seppi so lassen. 2-1 im zweiten. Seppi for 2-1. 2 games to 1. Wir haben eingangs im Beitrag von Hartwig Töne ja dieses kleine Football-Ei bei Leighton Hewitt gesehen. Er ist da in die Familientradition eingestiegen. Aussie Rules Football. Sein Großvater war ein professioneller Spieler. Sein Onkel und sein Vater ebenfalls. Der kommt aus einer Sportlerfamilie. Auch die Mutter war eine erfolgreiche Sportlerin. Ab dem 6. Lebensjahr hat der Vater permanent Videos von ihm gedreht. Vor allem deshalb, weil er immer die Fortschritte festhalten wollte. Hewitt, einer der jüngsten Spieler überhaupt, die ein Turnier bei den Profis gewinnen konnten. Der ist mit 16 als Junior sozusagen auf der Profitour eingestiegen. War 1998 der erste oder besser gesagt der jüngste Spieler überhaupt, der im Hauptfeld der Australian Open am Start war. Und 98 im Alter von 16 Jahren und 11 Monaten gewann der Kerl sein Turnier in der australischen Heimat Adelaide als die Nummer 550 der Welt. So, das Hawkeye. Der war drauf, Entscheidung war richtig. 0-15. Und sind beide. 15. Thank you.
30-15. 30-15. Let's first place. Zweite Satz von Hewitt. 40-15. Spiel Hewitt. Hewitt und seine Ehefrau Beck sind in Australien ein absolutes Promi-Paar. Die Hochzeit damals in Sydney wurde auch von den Medien ganz schön ausgeschlachtet. Es gibt eine Briefmarke von ihm, die 2002 damals in Umlauf kam. Das Einzige, was bei ihm eigentlich so wirklich gefehlt hat in der Laufbahn, ist eigentlich der Sieg bei den Australian Open. Das ist ja das Grand Slam Turnier, das er natürlich am liebsten gewonnen hätte. 2005 stand er damals im Finale, aber konnte die Partie nicht gewinnen. Gutes Aufschlagspiel von Seppi. Zu 15 holt er sich dieses fünfte Spiel des zweiten Satzes. Alles ist in der Reihe 3-2.
muss, wenn er sich dorthin bewegen muss, kommt doch schon ein paar, schon mal häufiger der Fehler. Aber es ist immer wieder das Problem, wenn du gegen Hewitt spielst, die Punkte, die du gewinnen möchtest, gerade bei Aufschlag Hewitt, die musst du dir wirklich hart erarbeiten. Da musst du schon 6-7 Mal den Ball reinspielen und Hewitt dann überraschen und dann auch wirklich unter Druck setzen. Smith, sein effektivster Aufschlag, der von der linken Seite durch die Mitte. Dort hat er auch seine beiden Asse hinserviert. Zwei Spielbälle zum 3-3. Ist weg. Das nächste glatte Aufschlagspiel von Leighton Hewitt. Dieses Spiel zum 3-3 war das 16. Spiel im Match. Und damit werden jetzt also die Bälle gewechselt. Andreas Seppi darf mit 9 Bällen servieren. Hier wird ja mit den Schlesinger-Bällen von Wimbledon gespielt. Mit den Jubiläumsbällen, denn Wimbledon, die All England Championship, wird es in diesem Jahr zum 125. Mal geben. Da hatten sich ja einige Spieler bei den French Open beklagt, dass der Veranstalter den Ball gewechselt hat. Man ist auf eine französische Ballmarke umgestiegen. Und viele sagten, dass der einfach eine ganz andere Eigenschaft habe als zuvor. Waren nicht alle mit glücklich, aber darauf müssen sich die Spieler halt einstellen. Nicht nur der Belag wechselt, sondern natürlich auch die Ballsorte, und das ist teilweise schon wirklich ein großer Unterschied. Von 15:30. Im zweiten hatten wir bislang noch keinen Breakball. Aber Seppi muss jetzt aufpassen. Ja, das wäre schon ein Break zu einem wirklich kritischen Zeitpunkt. Sollte Hewitt dem Italiener den Aufschlag abnehmen können, wäre der Weg nicht mehr weit. Oder hat er Glück, den hat er nicht sauber getroffen. Der kommt noch, aber der ist zu kurz. Upp, der war im Aus. Seppi challenged. Ich habe den auch dahinter gesehen. Eieiei, die Seite war komplett frei. Den braucht er gar nicht so genau zu spielen. Der muss einfach nur ins Feld. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ist fast zu schnell, um das zu erkennen. Das Hawkeye gibt ihn gut, gibt ihn gut. Doch noch dran. Durchatmen bei Seppi. 30 beide.
Gegner kommt da ran. Wird ausgegeben, knapp hinter der Grundlinie, sagt zumindest der Linienrichter. Hewitt will jetzt auch das Hawkeye. Diese grafische Darstellung, die von Paul Hawkins entwickelt und erfunden wurde. Gut gesehen vom Linienrichter. Spiel geht an Seppi 4-3. Nein, ich habe schon das Gefühl, dass er an Sicherheit gewinnt und auch seine Chancen hat. Gerade bei 0:30 hat er eine Chance gehabt. Also wie gesagt, er kommt rein ins Spiel. Ich glaube schon, dass er in 2 gewinnt. Und ist auf jeden Fall interessant zu sehen hier unten, wie die beiden den Ball behandeln. Eher mit Gefühl und mit Timing und nicht mit Gewalt. Und sehr gute Platzaufteilung. Also es macht Spaß, hier zuzusehen. Danke, Charlie Steeb. 3-4. Hewitt schlägt auf. Erst der zweite Doppelfehler im Match. Beide fabriziert von Hewitt. Klasse gemacht von Hewitt. Kann diesen Sliceball, an den er kaum noch herankommt, noch Druck verpassen. Net, first service. Hewitt schüttelt mit dem Kopf, hat da nichts gehört, aber dieses kleine Mikrofon, dieser Sensor hat ein Signal an den Stuhlschiedsrichter gesendet. Guter Slice-Aufschlag. Hewitt, obwohl er nicht groß ist, kann einen sehr guten Winkel eingehen. Schauen Sie mal, wie weit Seppi da aus dem Feld getrieben wird.
Und dann hat der Australier natürlich alle Möglichkeiten. Er entscheidet sich für den Ball gegen die Laufrichtung. Vier beide. Peter Lucek ist das übrigens rechts hinten in der Box. Das ist der Doppelpartner von Leighton Hewitt. Das ist nicht nur das, es ist ein großer Freund von ihm. Hewitt und Lucek stehen bereits im Halbfinale der Doppelkonkurrenz. Lucek ist der Spieler hier im Teilnehmerfeld mit der weichesten Beseitung, lässt seine Schläger nur mit 16 Kilogramm beseiten. Das ist eigentlich ein Unding für einen Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht zu kontrollieren. Lucek kann es. Das Break im ersten Satz kam genau zu diesem Zeitpunkt beim Stande von 4:4. 0:15. Die Länge wird besser bei Hewitt. Und er wartet dann nur darauf, dass Seppi ein bisschen kürzer wird. Tony Roach rutscht da auch schon hin und her auf dem Stuhl. Der merkt natürlich auch, dass jetzt vielleicht was geht. Hewitt lässt zum ersten Mal den Schläger in Richtung Boden titschen. Der muss natürlich rein. Zweiter Aufschlag, Seppi. Thank you.
Zum zweiten Mal der Fehler von Seppi nach der Tempovariation. Nach all den Topspin-Schlägen kommt Hewitt also mit dem Slice um die Ecke. Und daraufhin folgt dann der Fehler vom Italiener. Erster Breakball in Satz 2. Und jetzt ist Hewitt inzwischen auch wirklich viel, viel näher an der Grundlinie. Der hat zu seinem Spiel gefunden, der schafft wie in Satz 1 bei 4 beide dann das Break. Geht also 5-4 in Führung und kann gleich zum Match gewinnen. Hat Andreas Seppi sozusagen nach Hause geschickt. Tommy Haas bei diesem Dreisatzerfolg über den Deutschen. Comebacker Nummer 2. Clayton Hewitt serviert zum Matchgewinn. Natürlich von der Turnierpause her überhaupt kein Vergleich. Er war gerade mal 14 Wochen weg, Haas 14 Monate. Also 15-0. Vollkommen versprungen, genau ins Eck hinein, auf die Linie. Der Ball hätte ihn fast erschlagen. Seppi versucht es mit Humor zu nehmen. 30-15. Zwei Punkte braucht er noch, Clayton Hewitt. Thank you.
79 Minuten sind gespielt. Hewitt hat zwei Matchbälle. Klasse Ball von Seppi. Mensch, da packt er noch mal einen aus. Klasse Winkel. Der zweite Matchball ist es dann. Leighton Hewitt zieht in das Viertelfinale ein. 6-4, 6-4. Er bleibt damit ohne Satzverlust. Und damit haben wir morgen wirklich einen klasse Viertelfinaltag. Das sind Partien. Hewitt gegen Kohlschreiber, Monfils gegen Meyer, Petschner gegen Raonic und Troitzki gegen Thomas Berdych. Drei Deutsche sind morgen noch im Turnier und Leighton Hewitt, der gilt natürlich auch bei den Zuschauern hier als einer der ganz Großen. Den sieht man vor allem seit dem letzten Jahr hier in Halle sehr, sehr gerne wieder. Trotzdem glaube ich, dass Philipp Kohlschreiber absolute Chance haben wird. Am morgigen Tag hat es zuvor schon mal gesagt, es geht ja morgen bei uns schon um 12 Uhr los mit dem Match von Petschner gegen Raonic. Aber schnell runter zu Sascha Bandermann und Leighton Hewitt. Ja, Leighton, Gratulation. Ja, zweite Match erst nach dieser Verletzungspause. Wie war es heute? I mean, it was just the second match after the injury and after your pause. How did it go today? Yeah, no, I got better today. I felt like I moved a lot better out there. My whole game felt a little bit sharper out there today, which it needed to be. Andreas and I have had some tough matches in the past and he's a tough competitor on any surface, so I was happy to get the win in straight sets. Ja, also er lacht und das bedeutet auch, er hat sich insgesamt schon richtig gut hier draußen gefühlt. Nach dieser Verletzungspause war er dann erst die zweite Partie, von daher kommt er immer besser in Schlag. Wollen wir aber direkt mal nachfragen, wie sieht es denn aus mit dem Fuß und dem Sprunggelenk? I mean, how does it feel actually, the ankle and the foot? Yeah, it feels good at the moment. Couldn't be happier. Been training extremely hard, tried to do as much fitness off the court as possible, and now I've come back and to win both my first two matches in straight sets. So yeah, me and my team are pretty pleased. Also er arbeitet viel dran und er ist natürlich besonders froh, dass die ersten beiden Matches jetzt auch wegen den Verletzungspausen in den zwei oder ganz klar über die Bühne gegangen sind, jeweils in zwei Sätzen. Und wir stellen auch ganz klar fest, er hat bisher hier noch nicht verloren. You haven't lost here in Halle so far. No, it's nice, isn't it? No, it's good to have. You're on a streak. Yeah, at the moment. So every match from now on gets tougher and tougher though. And I just take it one match at a time. I didn't come here with high expectations, so you've got to look at the big picture as well, and we've got a Grand Slam at Wimbledon only just over a week away. Also so große Erwartungen hatte er da nicht, als er hierher gekommen ist, aber klar, das große Ziel ist natürlich Wimbledon und er nimmt jedes Spiel nach dem nächsten und das nächste, und das ist die wichtige Frage, heißt natürlich aus unserer Sicht, wir freuen uns drauf, Leighton Hewitt gegen Philipp Kohlschreiber. I mean, it's a German one waiting for you, German guy waiting for you, next match, it's Philipp Kohlschreiber. What's the expectation there? I haven't really thought about it just yet, but he's a quality player. He plays well on all services. He's played well here in Halle in the past, so it's going to be a tough match. He obviously had a good win today, getting through to the quarterfinals in straight sets. So I played a couple of Germans here last year as well in the quarters and semis, and hopefully I can have the same result tomorrow. All right. Enjoy. Thanks for the interview. Thanks, Leighton Hewitt. Also noch kurz die Übersetzung, liebe Zuschauer. Na klar, er freut sich auf den nächsten Deutschen. Er hat auch daran erinnert, im vergangenen Jahr ist das ja recht gut gelaufen. Da hat er ja im Viertelfinale und im Halbfinale jeweils einen Deutschen ausgeschaltet. Wir machen noch mal eine kurze Pause, liebe Zuschauer. Und dann hoffe ich, sprechen wir mit einer Tennislegende, und zwar mit dem Coach von Leighton Hewitt. Bis gleich. Also, liebe Zuschauer, zurück in Halle, versprochen mit der Tennislegende. Sieger der French Open, 66 im Wimbledon-Finale hat er gestanden und 13 Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen. Der Coach von Leighton Hewitt, Tony Roach, ist an meiner Seite. Herzlich willkommen, welcome, Tony Roach. Thank you. Tony, er arbeitet ja seit einiger Zeit dann auch wieder mit Leighton zusammen, hat das schon früher gemacht, hat mit Ivan Lendl gearbeitet, mit Roger Federer, jetzt wieder auf australischer Seite. You're working with Leighton again. What's actually the main goal in your work right now?
Well, as you know, he's coming back from surgery. This is his first tournament in 3 months, so it was important for him to get some matches. He was just a little, wasn't quite ready for the French Open, so he was looking forward to getting some matches here. His goal is obviously to play well at Wimbledon. He loves that tournament. But also, I'm involved with the Australian Davis Cup team, and we have a qualifying match the week after Wimbledon. So you're watching him closely? Yeah, I'm watching him closely, yeah. And Pat Rafter is our Davis Cup captain, which is good. So it's nice to be back helping the boys. Also er hilft ihm ein wenig. Er will natürlich vor allem dafür sorgen, dass er nach dieser Verletzungspause wieder genügend Matches bekommt, da auch wieder reinkommt. Und er sagt auch, na klar, ich helfe ja auch dem australischen Davis Cup Team. Er ist natürlich ein Mitglied, Leighton Hewitt, und Pat Rafter ist ja der Coach. Von daher machen die Jungs das sozusagen in Teamarbeit und wollen, dass Leighton vor allem auf Wimbledon bezogen dann natürlich wieder tolles Tennis spielt. Jetzt mal ganz die Frage von so einem alten Superstar, der hier an meiner Seite steht, wie sich aus seiner Sicht das Tennis verändert hat. I mean, you've been following tennis for so many years. You played great tennis yourself. How would you actually describe the change of the game over the last decades, let's say? Well, it's always changing, I think. I think what Roger and Nadal have achieved, it's quite amazing to see the, you know, how good these guys are. I mean, Roger, I think, is probably going to go down as the greatest player of all time. And of course, Nadal, you know, who knows how many Grand Slams he's got in him. So they've got a great rivalry going, and now you've got Djokovic on the scene and, of course, Murray. So men's tennis is very healthy. It's just incredible that the power that they can hit and control the ball. It's, you know, and of course, you know, they're great athletes these days. Also er spricht natürlich vor allem auch über die Athletik, wie gut die Jungs die Bälle kontrollieren können, wie schnell sie schlagen können. Das hat sich natürlich extrem verändert. Und er sagt auch, diese große Rivalität, Nadal und Federer, für ihn ist Federer sicherlich der größte Spieler aller Zeiten. Und er sagt aber auch Djokovic, na klar, das ist einer der drei, die momentan dieses Welttennis beherrschen. Das macht ihm auch eine große Freude, das zu sehen. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Thank you very much for doing this interview. We're going to watch you on waiting, sitting on the bench. Okay. Also, Tony Roach, thank you. Yeah. Take your time. Go ahead. Also, danke Tony Roach, French Open-Sieger 66. Ich habe es gesagt, 13 Grand Slam-Siege im Doppel. Eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wo er die ganzen Pokale hingestellt hat. Wir wollen natürlich noch mal drauf schauen, liebe Zuschauer, zum Abschluss. Wer hatte denn heute Morgen die Partie gewonnen? Die erste des Tages. Guy Monfils war da im Einsatz heute auf dem Center Court gegen Ivan Dodig. Ohne Frage. Wir wollten ja noch wissen, wer spielt gegen Florian Mayer. Die Auflösung gibt es jetzt mit Emma Paulke.